Ja, verteidigt. Freiburg wieder für Rostock, auch wenn der Ball vorbei. Rostock reibt sich jetzt auf. Der Trainer von Rostock fordert wieder, geht tief, geht tief. Ah, der ist durchgerutscht. Und der Ausgleich. Das ist gerade der Überzahl für Schwerin, das Spielfeld breit halten, den Gegner laufen lassen. Und selber gefährlich bleiben. Da habe ich auch ein bisschen die Angst, da selber zu gehen oder über den Außen. Das Tor für Grün-Weiß-Schwerin 2. Ah, Steffen geht hier ab wie ein Zäpfchen an der Seitenlinie. Ja, ich habe das auch gerade gesehen, den Jubellauf. Den haben wir natürlich, entging uns nicht. Aber Emotionen gehören dazu, die gehören zum Handball, die sehen wir gerne. Ich guckte gerade nur ein bisschen ungläubig. Ich glaube, er hat gespürt, dass wir über ihn gesprochen haben. Aber guck mal, jetzt ist er agil, beweglich auch selber an der Seitenlinie. Fordert deine Mannschaft auf, in der Abwehr zu verschieben, die Arme hoch und breit zu arbeiten. Und da gibt es jetzt 7 Meter. Klasse gehalten von Laura Fischer. Die noch ein wenig zu humpeln scheint von der Aktion vorhin. Wo das gar nicht so schlimm aussah. Jetzt gibt es 7 Meter. Ich habe ein gutes Gefühl, dass sie das Ding vielleicht sogar rausnimmt. Du bist ein wahrer Handballer, Roberto, wenn ich das mal so anmerken darf. Das war. Danke, danke. Das muss es das doch jetzt sein. Das ist nicht nur der Applaus für Laura. Genau. Den hat sie hervorragend gehalten, Laura Fischer. Mit dem Nachruf dementsprechend. Und jetzt, komm. Und Katrin Hilger mit dem Treffer. 25-23 und das könnte hier die vorentscheidende Situation gewesen sein. Na, abwarten. Es sind 2 Minuten, aber, 2 Tore. Aber der entscheidende Impuls einfach für die letzten Minuten. Ja, natürlich. Wichtig ist, dass der Torhüter den Ball rausnimmt beim 7 Meter, den Nachruf auch noch wunderbar pariert. Und man dann über einen schnellen Spielzug. Das war ein klasse Treffer für Rostock. Sich schön durchgesetzt da. Ruhig, Mädels, ihr habt Zeit, ihr führt mit einem Tor. Und die Halle steht, also das ist hervorragend. Das ist ein. Wenn sie doch abspringen würde, die Sarah, spring doch einfach ab, ohne zu tippen. Ich glaube, dann hast du viele Möglichkeiten. Ja, sie hat nicht den Mut und jetzt der Fehlpass und der Konter für für Rostock. 2 begleiten, aber der Ball ist und drin und es gibt noch 2 Minuten für Julia Hader. Und das ist jetzt natürlich bitter, 1:10 vor Schluss den Ausgleich zu bekommen. Und jetzt erstmal in Gleichzahl. Nee, ist schon in Unterzahl. Rostock hat schon wieder aufgefüllt. Und jetzt in Unterzahl. Das heißt, Schwerin muss jetzt die letzte verbleibende Minute in Unterzahl spielen. Und jetzt kommt. Und jetzt. Nein. Noch bleiben wir bei 5 gegen 6. Ja, wir haben das, was wir vorhin angesprochen haben. Macht Einzelleistung. Wunderbar. 26-25. So, und jetzt, dieses Tor war enorm gut und wichtig. Und jetzt das Kreisanspiel und der Treffer für Rostock. Und die nächste 2 Minuten Strafe. Gegen Theresia Meißner. Ja. Drei Sekunden noch. Meißner winkt ab. Für dieses Spiel beendet. 2 Minuten Strafe bei 30 Sekunden noch. Jetzt wollen sie das möglichst runterspielen hier für Schwerin. Das gilt es auch zu schaffen jetzt. Und über die Außen. Tor! Oh, oh. 4 gegen 6. Und dann 2 Minuten und ganz, das Tor. Ganz stark gemacht. Und jetzt haben wir nur noch einen Unterzahl. Was ist? Ah, Tor zählt nicht. 7 Meter. Das Zeichen vom Schiedsrichter war gut gearbeitet von der Nummer 9. Und jetzt gibt es doch abgestanden am Kreis.
mit Körperkontakt vom Gegenspieler, daher auch die 7-Meter-Entscheidung. Und jetzt Anna Linke, bisher sicher vom 7-Meter-Punkt, kann sie das? Und sie macht ihn wieder! Sie rennt. Und jetzt nur noch ein Unterzahl, 5 Sekunden noch. Und Tor! Und das war's. Der Eggermann sich auf Schweriner Seite, freut sich auf Rostocker Seite, aber man hat großer toll Respekt gespielt. Bei Schwerin, großer Respekt vor Schwerin. Haben sich wunderbar zurückgearbeitet. Der Ärger ist eigentlich unverständlich. Sie haben ein tolles Spiel gemacht und können froh sein, diesen Punkt geholt zu haben. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist in den letzten zwei Sekunden. Ja, Rostock hat einen Punkt verloren, Schwerin hat sich einen Punkt erkämpft. So würde ich es heute mal betiteln. Tolle zweite Halbzeit von den Mädels hier aus Schwerin. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Ja, das Spiel ist zu Ende. 27-27. Bei mir habe ich jetzt die beiden Trainer von Grün-Weiß-Schwerin und von Rostock Süd. Schönen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen hier nach dem Spiel. Wir wenden uns erstmal an die Gäste. In der letzten Sekunde noch den Ausgleich erzielt. Punkt gewonnen oder Punkt verloren? Nach dem Spielverlauf kann man sagen, nachdem wir 5 Tore geführt haben, nachher auch schon mit 2 wieder zurückgelegen haben, ist es ein gerechtes Unentschieden. Man hätte 2 Punkte mitnehmen können, aber in der Phase, wo wir mit 5 vorgelegt haben, da haben wir dann etwas, sag ich mal, unkontrolliert gespielt und Schwerin hat sich dementsprechend gesteigert und denke ich mal, zum Schluss ist es ein gerechtes Unentschieden. Ja, die gleiche Frage an Steffen, wenn man 2 Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassiert, kann man sich eigentlich nur ärgern. Trotz alledem, ihr habt ja mit 5 zurückgelegen, müsste man eigentlich zufrieden sein? Ja, das bin ich auch hochzufrieden. Also alles andere wäre nach dem Spielverlauf, so wie das mein Trainerkollege schon gesagt hat, wäre völlig unverdient gewesen, jetzt irgendeine Mannschaft als Verlierer dastehen zu lassen. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, gerade weil unsere junge Truppe gegen eine gestandene Oberliga oder MV-Liga, heißt es ja jetzt, MV-Liga-Truppe hier bestehen konnte, sich wirklich auch bei 5 Toren minus nicht aus dem Konzept hat bringen lassen. Wir haben unseren Schiff runtergespielt nachher, hatten das notwendige Glück. Gerade was diese Meter anbelangt, ich meine, wir sind ein hohes Risiko eingegangen, eine verletzte Spielerin da zu bringen. Also ich sag mal, wenn Rostock das vielleicht ein bisschen schneller gemacht hätte, schnelle Mitte gespielt hätte, dann hätten sie das vielleicht mehr ausnutzen können. Aber ich bin zufrieden, auch mit den Wechselalternativen, die wir hatten, nämlich gar keine, alles gut. Ja, alles gut. Was hatte man sich vorgenommen von Rostock? Man hatte vorher gehört, Schwerin, man hatte keine Wechselalternativen, man erwartet Böses. Letztendlich ein Punkt für Schwerin. Glücklich, was hat man von Rostock erwartet? Was wollte man heute eigentlich ins Spiel mitnehmen? Na, ein Punkt ist immer ganz wichtig. Man hätte 2 haben können, aber theoretisch geht es uns ähnlich. Eine Spielerin trainiert die Woche gar nicht, die arbeitet in Hamburg. Dann habe ich einen Haufen Studenten, die sind alle eigentlich noch gar nicht aktiv richtig. Die kommen hier zum Spiel und gehen wieder nach Hause, haben die Woche frei. Also eigentlich die gleiche Situation, wie der Gastgeber hat. Und damit kann ich leben mit dem Punkt. Und wenn wir uns dementsprechend wieder im Training ordentlich beweisen können, kann man auch mehr nachher verlangen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wann wäre es dann soweit für euch? Das werden wir sehen, wenn wir mal 2 Punkte holen. Dann sind wir weiter und Schritt für Schritt geht es dann weiter. Auch die Torhüterin hat uns heute aus der 2. ausgeholfen. Das ist eigentlich gar nicht meine Stammtorhüterin. Die hat uns, da möchte ich nochmal bedanken, ausgeholfen, weil unsere normale erste Torhüterin hat 2 Kinder. Ihr Mann muss arbeiten und einer muss aufpassen. Und das sind solche Dinge, die bei uns auch den Ausschlag geben. Es ist mehr, sag ich mal, Spaß, auch wenn wir in der höchsten Spielklasse in MV spielen. Aber letzten Endes soll es Spaß machen mit dem gewissen Ehrgeiz und natürlich auch mit dem Erfolg immer wieder anstreben. Ja, was ein wenig über, wo wir jetzt ein klein bisschen Zeit haben, Rostock Süd. Was entwickelt sich da, was ist da an Handball, außer die erste Frauen und die zweite Frauen, sagten ja, wurde ausgeholfen? Dann haben wir noch eine Männermannschaft, die in der Verbandsliga spielt, auch da spielt auch meine Wenigkeit mit und da bin ich auch noch Trainer. Im Nachwuchs haben wir ganz große Schwierigkeiten in Rostock, da gibt es den HCE, da gibt es den SV Warnemünde und dann hört es auf. Wir haben unsere Jugendtruppe, die wir jetzt bis zur letzten Saison in der B-Jugend hatte, mussten wir abgeben, an Warnemünde haben wir sie weitergereicht, weil einfach 4 A-Jugendliche sind zu wenig für eine Mannschaft und 4 B-Jugendliche auch. Also haben wir gesagt, dass sie nicht verloren gehen den Handball, denn die Jungs haben wir sie an dem Verein Warnemünde weitergegeben, sodass wir im Prinzip zurzeit keine Nachwuchsabteilung haben, sondern nur Erwachsene.
Und dann aber auch von der Nachwuchsarbeit aus Rost, vom Empor und von Warnemünde zehren können, oder klappt das leider auch nicht? Eigentlich ganz schwierig. Ist ja, der Vereinsegoismus ist heutzutage da. Jeder versucht in dem Bereich zu spielen, wo er das kann. Mit Warnemünde und mit Empor haben wir sonst eigentlich eine gute Kooperation. Aber wenn Empor selber heute schon 4 Männermannschaften hat, wissen wir, wo es hingeht. Sie wollen eigentlich alle, ich nicht einverleiben, aber sie möchten gerne alle, dass dort bei Empor nur spielt. Aber letzten Endes ist dann die Vereinskonkurrenz nicht mehr gegeben. Und wir versuchen uns so lange wie möglich noch auf die Beine zu erhalten. Wie lange es geht, kann keiner sagen. Ja, Gegenseite sehen wir hier, Grün-Weiß-Schwerin, aufgrund der, dass die A-Jugend nicht spielen kann, spielt ihr jetzt mit der zweiten. Also Grün-Weiß ist noch am Wachsen. Die erste Frauen haben heute sehr erfolgreich gespielt, haben Haresley aus dem Pokal genommen. Ihr seid heute mit dem Punkt zufrieden, aber und du sagtest schon, ihr seid wenig Leute gewesen. Wie geht das mit euch weiter? Habt ihr bei den nächsten Spielen dann wieder mehr oder wird das die ganze Saison so klamm werden? Nein, das wird nicht so klamm werden. Also wir haben einen Kader von 15 Leuten. Da sind sicherlich 2 Leute mit Anna Linke und Livi Dahl, die langzeitverletzt sind fürs Spielerische. Für 7 Meter reicht das ja bei Anna mittlerweile. Aber dann haben wir 13 Spieler und bei diesen 13 Spielern, wenn 5 Leute, 6 Leute krank sind, berufsbedingt verhindert, kommt es eben halt mal solche Situation zustande. Letztes Jahr wären wir mit 8 Leuten, dann hätten wir 2 weniger gehabt als eigentlich auf dem Papier, weil wir hatten 6 Leute letztes Jahr im Kader, also ist schon alles in Ordnung und es wird nicht weiter so klamm gehen. Und wenn, Mädels sind bereit zu fighten, zu kämpfen und ich denke, das hat man eindrucksvoll heute noch zum Ende gesehen. Mhm. Für euch, wo geht es jetzt weiter für euch in der Liga? Wir haben als nächstes Heimspiel gegen Bad Doberan. Das ist für uns immer ein schwerer Gegner, weil sie sehr unbequem sind für uns. Schon seit Jahrzehnten. Das ist eine ganz unbequeme Mannschaft für uns. Und da muss man wirklich sich Schritt für Schritt steigern, um auch diese Truppe zu bezwingen. Ja, das weise ich gleich mal weiter an Steffen. Der weiß, wie man sie bezwingen kann, weil das hat hier zu Hause schon gefruchtet. Und wo könnte man das Spiel dann sehen? Welche Halle ist das? In der Kopenhagener Straße nächste Woche, 15 Uhr. Das ist auch unsere Trainingsstätte. Und es gegen Doberan, das ist Wien, sag ich mal, Lokalderby, Rostock gegen Doberan, das ist immer heiß umkämpft und das ist immer schwierig. Ja, Steppen, für euch, wo geht's für euch nächste Woche hin? Ah, wir spielen dann weiter gegen Rostock, nächste Woche gegen Pädagogik Rostock, auch ein Gegner, der schwer für uns einzuschätzen ist, wobei man eben halt viel hört aus dem Rostocker Raum. Ein Großteil ist eben halt, hat sich dem RHC mit angeschlossen. Wenn man den Saisonstart von Pädagogik sieht, dann ist der nicht gerade berauschend gelaufen, aber nichtsdestotrotz dürfen wir die absolut nicht unterschätzen, weil in der Situation sind wir noch nicht, dass wir irgendwo in irgendein Spiel als Favorit reingehen, weil wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und ein Auswärtsspiel ist immer schwer. Das hat man letzte Woche in Stralsund ja auch gesehen. Für euch in Rostock, was habt ihr euch vorgenommen? Ligaverbleib, was ist da die Zielsetzung? Ja, bei uns ist eigentlich mehr Mittelfeld, Verbleib. Das hängt immer davon ab, A, ob die Spielerinnen bis zum Saisonende bleiben, B, ob die finanziellen Rahmenbedingungen da gegeben sind und dann entscheiden wir immer zum Saisonende, was wir nächstes Jahr machen. Mehr ist da nicht drin. Ja, ganz klar. Für euch wissen wir ja, ihr wollt Fuß fassen in der Liga. Das hat jetzt mit 3 Punkten nach 3 Spielen relativ gut geklappt. Es hätte besser sein können, hätte schlimmer kommen können. Wünsche euch aus Rostock, in Rostock viel Erfolg für den weiteren Ligaverlauf. Euch natürlich auch. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Heimspiel, Steffen. Und wir uns sicherlich auch mal wieder. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.